dass die Can-Am Offroad-Modelle 2016 mit einer ordentlichen Performance-Steigerung aufwarten werden, hatte der kanadische Hersteller BRP bereits im Juni des Jahres 2015 angekündigt. Abgesehen von vielfältigen Veränderungen und Weiterentwicklungen bei der Ausstattung der Fahrzeuge, gibt es im kommenden Modelljahr vor allem Upgrades bei den Motoren. Soweit die Theorie. Mittlerweile hatten wir Gelegenheit, die 2016er Can-Ams artgerecht zu bewegen. Im sonnigen Südfrankreich stand uns dafür die Flotte der aktuellen Offroader aus Kanada zur Verfügung. Und zwar die Modellreihen Outlander, Outlander L, Renegade und Maverick. Doch von Anfang an, Côte d'Huron im September 2015. Mit Blick auf Frankreichs ruhmreichen Fluss und seine noch rühmlicheren Weine schlagen wir uns in die Wälder. Na Yeti, keine Chance. Die Can-Am-Piloten sind da ganz furchtlos, denn sie sind bestens ausgerüstet. Schlimmer noch, Yeti. Ich musste die Mitteilung machen, dass die Can-Am-Piloten in deinen Wäldern einfach hemmungslos Spaß haben. Okay, Yeti, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Outlander-Baureihe. Stärkste 1000er jetzt mit 89 PS, 850er mit 78 Pferdchen und der 650er V2 stemmt 54 PS auf die Rolle. Schlimmer noch, Yeti. Mit Rotax Engine und TTI Suspension sind die Can-Am Outlander spielerisch zu handeln. Und das auf deinen steilsten Pfaden. Outlander L. Jetzt mit 48 PS starkem und 570 Kubik Rotax Triebwerk. Zu haben auch als Pro-Variante. Für professionelle Arbeitseinsätze ist das Fahrzeug mit Gepäckbrücken, stabilerem Sitzbankbezug, härterer Federung und 12 Zoll Radialreifen von Carlyle ausgerüstet. In den Verkehr kommen die Pro-Modelle mit europäischer T3-Zulassung. Yeti, benimm dich! Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ein kleiner Ausrutscher eine Outlander L beeindrucken könnte. Als echte Can-Am ist sie hart im Nehmen und schnell wieder flott. Auch mit zwei Personen macht die Outlander L eine gute Figur. Schließlich macht Geländewandern in Frankreich zu zweit viel mehr Spaß. Okay, Yeti. Schluss mit lustig. Die Renegade ist angesagt. Dir sollte klar sein, dass die Tausender eigentlich waffenscheinpflichtig sein müsste. Kilo wiegt das Sport ATV ab Modelljahr 2016. Leichtes Spiel für das 89 PS starke Rotax-Triebwerk, zumal ein Fox-Fahrwerk-Serie ist. Bei dem Geschoss ist Fahrerfahrung gefordert. Wer die hat, zirkelt das Topmodell über die härtesten Trails. Mit einer tollen Performance überraschen die Einsteiger der Renegade-Serie.
Die 570er schreitet so herzhaft zur Sache, dass wir die Differenz von lediglich 2 PS zum Vorgängermodell mit 500 Kubik kaum glauben können. Die kleine Gate ist eine richtig gute Sportlerin geworden. Bereits das Einstiegsmodell lässt keine Langeweile aufkommen und liegt mit einem Preis von 8.800 Euro noch unter gleich starken Konkurrentinnen aus Taiwan. On top bietet Can-Am die Renegade 570 XXC mit Servolenkung und Fox-Fahrwerk. Aus die Maus, Yeti! 131 PS stark ist das 2016er Modell der Maverick 1000R Turbo. Ein Leistungsplus von 10 PS zur Vorgängerin. Das aufgeladene Rotax-Triebwerk bietet jede Menge Fahrspaß und doch lässt sich das kräftige Side-by-Side zielsicher über enge Trails navigieren. Wobei ich zugeben muss, gerade auf engen Trails reichen bereits 101 PS. So viel Power hat nämlich die Maverick 1000R XXC, die ohne Turbolader und 10 cm schmaler als die große Schwester daherkommt. Fazit: Mit den Can-Am-Modellen 2016 kommt was auf uns zu. Der kanadische Hersteller BRP hat die Performance seiner Offroad-Modelle gesteigert und sorgt damit für jede Menge Fahrspaß im Gelände und bei der Arbeit.